Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Spookys Jumpscare Mansion. Wir sind hier an der Stelle stehen geblieben. Bei Raum 900. Das wird der letzte Part. Der wirklich letzte große XXL-Part. Ich werde versuchen, hier nicht drauf zu gehen. Das Mikro ein bisschen höher. Ja, ich werde versuchen, hier nicht drauf zu gehen in diesem Part und das Game heute komplett abzuschließen. Was geil wird. Wir haben unsere Axt, wir haben genug Spielerfahrung und ich weiß, es müsste noch ein gescriptetes Specimen kommen. Oh ja. Mal kurz. Jetzt habe ich eben die Lautstärke ausgemacht. Ich hoffe, ihr habt noch. Ich hab Lautstärke schon auf dem absolut niedrigsten. Auf so 2 mit meinen fucking Kopfhörern. Das ist trotzdem noch zu laut. Kann ich ja nicht umstellen bei meinen. Das kann ich irgendwie nur beim Blue Yeti. Interessante Raumaufteilung. Ist das auch wieder so ein unendlicher Gang? Sieht so aus, okay. Ja, ich habe mir außerdem gemerkt, immer ab Raum, das könnte jetzt gleich ein kleiner Spoiler sein. So irgendwie 810, 710 oder so. Ab da kommt immer ein neues Specimen. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich gleich auf ein neues Monster freuen. Noch ein Raum. Ja, es hat doch schon alles diesen Stil, ne? Okay. Hat so ein bisschen Amnesia-Vibes, oder? So mit so dem Schloss und alles. Okay. Research Report 1. Meerwale werden morgen zur Fabrik gebracht. Okay. Einer für so eine Gesundheitsinspektion. Und die zwei anderen, die bereits tot sind für die Autopsie. Mehr und mehr gestrandete Wale, glaube ich. Erscheinen hier rund um dieser Insel. Und ich kann immer noch nicht herausfinden, was das alles verursacht. Okay, sind wir jetzt in irgendeinem Wasserlabor? Das wird sich nicht öffnen. Ich denke, das Wasser ist zu hoch. Müssen wir gegen Gewalt kämpfen oder so? Broken. Oh. Okay. Research Report 4. Ach, das ist. Nein. Oh Gott. Research Report 4. Wahl 015D. Es hatte viel schnell gestorben, als ich erwartet hatte. Ach nee, als ich erwartet hatte, während ich in den Ferien war oder während ich Urlaub hatte. Okay, ich bereue es nicht da gewesen zu sein, aber ich hätte gedacht, dass er viel länger lebt. What the fuck? Okay, der ist tot. Hier sieht man schon Knochen und so. Ich dachte, dass er viel länger leben würde. Das Team, das die Autopsie gemacht hat, hat gesagt, dass wahrscheinlich nichts falsch wäre mit den Lungen. Aber die Lungenzirkulation, die hatte dann ein Loch ungefähr 2 Fuß breit, was durch den kompletten Wal durchging. Was eigentlich wirklich confirmt, dass ein Parasit für den Tod verantwortlich ist. Okay, irgendeine Krankheit, irgendein Parasit lässt die Wale verrecken. Ist zu dunkel, um was zu sehen. Broken. Okay, die Atmosphäre ist nicht schlecht, muss ich sagen. Broken. Broke. Was? Locked. Okay.
Laterne aufgenommen. Oh, jetzt ist es wirklich wie im Niger. Research Report 2. Okay, wir sind in der falsche Richtung gekommen. Weil 014D, was eben nicht 015, ach scheiß drauf, hat ein paar kleine Bissspuren am Körper. Scheint von einem kleineren Tier zu kommen. Aber das was am komischsten ist, ist ihre Position. Das sind sogar welche im Bauch des Wales. Ah, okay. Das ist mitten im Bauch. Research Report 3, Wal 015. Ah, okay, das sind andere Wale immer. Er ist immer noch lebendig. Okay. Der taucht öfter an die Oberfläche als normal. Ich denke, dass das wahrscheinlich ein Problem mit den Lungen ist. Aber ich habe leider hier keinerlei Werkzeuge oder Sachen, womit ich das checken könnte. Ohne dass sie dabei drauf gehen. Okay. Ich werde es wahrscheinlich zulassen, dass es stirbt, von was auch immer, an was auch immer es leidet. Und dann kann ich eine Autopsie machen. Okay. Das sind eigentlich ganz gute Forscher, zumindest hören sie sich ganz nett an. Eine Welle. Okay, das ist nicht schlecht. Excerpt. Warte. Was ist Excerpt? Wait a minute. Auszug, okay, Auszug 4132. Das ist okay, irgendeine Art Gedicht oder Roman oder irgendwas. Nichts Besonderes. Okay. Machen wir weiter. Wir haben jetzt unsere Gaslaterne, die auf jeden Fall unfassbar laut ist. Aber wir können jetzt rüber. Oh. Der Auszug. 4132. 4132. Drüben war ja das Zahnrätsel. 4132. Okay. Okay. Wir haben erstmal einen Schlüssel aufgenommen. Noch eine weitere Notiz. Research Report 5. Okay, die ganze Facility hier, die ganze Anlage, braucht jetzt dringend mehr Mitarbeiter. Wir haben einen kompletten Block, der geflutet ist. Wieder Stuff? Okay, ein paar wichtige Mitarbeiter fehlen. Okay, die Anlage ist anscheinend auf jeden Fall Schrott gegangen. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir können wahrscheinlich vorne weiter. Water Pressure. Ja, was soll ich denn aber sonst machen? Ist irgendwas, was lockt war? Oh, hier. Message Report 6. Ich höre ein Mädchen oder ein Tier oder irgendwas. Es singt mich an, dass ich außerhalb meines verschlossenen Raumes gehen sollte. Und dass mich die Wellen verschlingen lassen, dass ich mich den Wellen hingeben soll. Okay, was ist das? Meerjungfrau? Sirene? Irgendwas dazwischen? Ich habe eine Axt, also ich kann kämpfen, aber jetzt schätze ich mal, haben wir das Wasser abgelassen. Oh, ich habe Angst vor dem neuen Gegner. Irgendetwas. Die Laterne ist aus.
broken. Okay, wir dürfen uns wahrscheinlich auch von Kiste zu Kiste bewegen. Hä? Nichts. Oh, es gibt doch Fake-Räume oder was? Locked. Report 7. Alle Mitarbeiter sind weg. Nur noch ich bin übrig. Ohne wirklichen Grund bleibe ich hier. Und versuche dem Rufen von der anderen Seite der verschlossenen Tür zu widerstehen. Aber ich werde hier bleiben, so lange wie ich kann. Öffne diese Tür nicht. Komm schon, lass mich die Tür öffnen. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Dass die extra eine Laterne gemacht haben, nur für das kurze Gebiet. Okay, irgendwas ist hinter dieser Tür. Na dann. Let's go. Fuck. Alter, das Vieh ist schnell. Beeilung. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Heilige Kacke. Okay, aber auf Kisten kann es mich nicht erreichen. Boah, okay, scheiße. Das ist anstrengend. Vor allem in neuen Räumen ist das absolut nervig. Renn, schnell, 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 schnell. Falsche Richtung oder was? Ich bin der falsche Richtung. Ah, das geht so viel Schaden. Jetzt habe ich das bedrückende Gefühl, wir können nicht zu lange auf einer Kiste bleiben, weil es mir dann auch Schaden zufügt. Renn, 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 renn. Und lauf, 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 lauf. Außerdem ist das Ding schneller wie wir. Das ist absolut assi, ne? Oh, das kommt da unten durch. Ist ja geil. Renn, 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 renn. Ich habe so keinen Bock, ne? Wir müssen die ganze Scheiße nochmal neu machen. Wenn ich jetzt verkacke. Okay, rennen, 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 rennen. Aber die Idee ist cool. Das ist tatsächlich mal ein Specimen, wo man anders spielen muss. Das habe ich am letzten Part kritisiert. Dass man nicht bei vielen... Okay. Werden weniger Kisten. Dass man bei vielen die Art zu spielen gar nicht verändern muss. Aber hier tatsächlich schon. Macht noch weniger Kisten. Macht die Abstände noch mehr assi und dann ist geil. Rennen, 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 rennen. Oh, noch 77 Räume, Alter.
hat es dann auch mal ein Ende, Alter. Also das ist echt schnell. Das ist eines der schnellsten Monster. Und die, stell mal vor, die hat die Wale von ihm zerfressen, Alter. Das ist absolut nicht korrekt. Keine Ahnung, ob wir die angreifen können. Ja. Oh, scheiße. Richtung. War es dann auch, das dann auch mal? Okay, wir haben nicht unendlich Zeit. Irgendwann scheint es die Kisten anzugreifen. Oder uns auch da oben zu erreichen. Ist dann auch mal genug. Ich glaube, die Entwickler mochten das. Wir raus? Oh, Alter. Ich bin fertig. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Ich wollte das alles in einem Part machen, ne? Wenn man überlegen muss, jetzt kann noch ein Specimen kommen. Meine Infos basieren auf Erfahrungen von vor 3-4 Jahren. Wenn jetzt noch ein Specimen kommt, bin ich gearscht. Ich wollte das in einem großen XXL-Part hier machen, ne? Ich hoffe so, wir können speichern, ne? Alter. Aber ja, das muss ich sagen, das ist so ein Pufferding, das Spiel gebraucht hat. Ich fand das richtig, richtig geil eben, das auch mit der Laterne und dass die nur für irgendwie so 2-3 Minuten halt so ein Leucht-Item gemacht haben, so eine Laterne. Scheiße. Was verfolgt uns? Ach, Kacke, ich will's nicht mal wissen, ne? Oh, fick dich. Okay, kein Speicherpunkt, wir müssen durchziehen. Okay. Ja, dass sie für so einen kurzen Punkt halt ein extra Item gemacht haben, das ist das Spiel, das hat es also das jetzt nochmal, das hat es auf die 8 von 10 gehoben. Ja, und ich weiß, ich wollte euch den PC auch nochmal zeigen, aber ganz ehrlich. Das sind einfach nur Spoiler. Oh, nee. Das Vieh. Obwohl, das geht klar, ne? Das geht eigentlich wirklich klar. Ja. Ist okay.
Es wäre einfach cool, wenn jetzt einfach wirklich so noch 30 Räume oder so einfach nichts passieren würde. Kein Monster, kein gar nichts. Einfach um die Spannung aufrechtzuerhalten, was kommen könnte. Okay. Ja? Scheiße. Ja, Mann. Oh, nein. Scheiße. Sehr gut. Ja, also... Ne, das hat es eben gebraucht, damit das Spiel so ein bisschen interessanter wird. So eine 8 von 10 ist es jetzt schon. Okay, noch 23 Räume und dann haben wir es. Dann haben wir es abgeschlossen. Als Projekt, muss ich sagen, war es wirklich sehr, sehr cool. Das ist wahrscheinlich von... Aufrufen her, hat auf, quasi auf jeden Part gerechnet. Das ist wirklich das stärkste Projekt. Irgendwie so sechs Aufrufe oder so nach irgendwie so ein bis zwei Tagen auf jedem Part. Okay, auf dem letzten sind es noch null. Aber muss man sagen, ist schon fick dich. Da ist also schon richtig krass. Ich muss doch sagen, es war auch ein Projekt, wo ich mich an den Thumbnails und alles. Ach, ich will nicht warten. Auch mit den Thumbnails und alles ausprobieren konnte. Also. Es war ein absolut gutes Projekt. Also ganz solide für einen Kanal. Hat's gebraucht. Ich wollte es dieses Jahr machen und ich hab's dieses Jahr gemacht. Das ist so wie Little Nightmares 2. Ich bereue nichts. Wir bekommen auch gar keine Notizen. Ist das ein Bug oder? Also seit der Villa haben wir keine Notizen mehr bekommen. Shut up. Shut the fuck up. Okay, hier ist nichts. Oh, Raum 100. Okay, Raum 995. 100% Beef. No hiring. Cow feeders. Okay, Kuhfütterer. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein extrem langer Part, aber es war ein extrem interessanter Part. Wir haben ein neues Specimen kennengelernt und im nächsten Part machen wir das Finale von Spookys Jumpscare Engine. Bis dahin. Ciao.